Größen wie Dirk, Gasol oder Parker gingen, damit Spieler wie Jokic, Giannis oder Doncic laufen und dominieren können. Für viele tat dies genauso Drazen Petrovic, der durch einen Unfall viel zu früh starb. Möglicherweise der beste europäische Spieler des 20. Jahrhunderts und der erste Europäer, der es in ein All-NBA-Team schaffte. Der Kroate kam 86 als 60. Pick der dritten Runde in die League, als es noch 7 Runden im Draft gegeben hat. Dementsprechend bescheiden waren seine anfänglichen Stats bei den Trailblazers, bis er 1991 den New Jersey Nets jointe und seine Breakout-Season hatte, in der er schon damals 45% von der Dreierlinie traf. Die Nets waren im Aufschwung, mit Petrovic kam man seit 6 Jahren wieder in die Playoffs. Mit nur 28 Jahren aber verlor Petrovic 1993 durch einen Autounfall unerwartet sein Leben. Was wäre wohl, wenn wir ihn länger in der NBA gesehen hätten? Seinen Einfluss auf folgende europäische Generation sollte man nie vergessen.